Elos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Beim letzten Mal haben wir noch mal ein bisschen den Außenbereich genauer unter die Lupe genommen, zumindest die Leute versucht auszuschalten, die uns noch in die Quere hätten kommen können. Zwei von denen haben es tatsächlich geschafft, ein bisschen sich einen nicht gewährleisteten Aufschub anzueignen, weil die im Doppelpack rumgelaufen sind und ja, sich dazu entschlossen haben, 180 Grad Drehungen in eine Richtung zu vollführen, in der man leider auch noch gesessen hat, wo ich mir gedacht habe, nee, komm, das lässt du mal. Erstmal, ne? Also, die werden die Leute so oder so irgendwann noch dafür, weil sie so, wie soll ich das sagen? Dafür, dass sie den Spielregeln nicht konform sterben wollten, auf jeden Fall später noch die gerechte Strafe zuführen werden. So. Nun denn, wir sitzen ja jetzt hier oben innerhalb dieser Kommandozentrale. In diesem Umkleide-Wäscheraum oder aber auch gleichzeitig Dusche und Toilette. Und wir hatten beim letzten Mal hier noch jemanden gesehen. Ja, immerhin kommen hier nicht mehr solche random Ranzoomer. Was ja auch schon was von Vorteil ist. So wird der Spielfluss nicht immer dauerhaft unterbrochen. Das hat sich doch gut angeeignet. Nix von großartiger Interesse für uns. Weil ich könnte schwören, dass das beim letzten Part anders gewesen ist. Vielleicht irre ich mich auch. Es kann ja auch sein. So wie es ausschaut, war das dann doch der richtige. Mal gucken. Ich hätte schwören können, hier liegt ein Dokument. Sah so aus. Hier haben ein paar Leute Karten gespielt. Fragt sich nur, wer hätte gewinnen können. Gut, hier ist aber tatsächlich nichts, was wir einsammeln könnten. Nun denn, gehen wir mal weiter. Das sieht aus wie ein Büro. Liegt hier wenigstens was, was wir gebrauchen könnten? Auch nicht. Ja, okay. Wer nicht will, der hat schon, sagt man ja nicht ohne Grund. So. Hier hätten wir die Möglichkeit gehabt, als wir aus dem Lüftungsschacht geklettert sind, hier direkt runtergehen zu können. Nach oben brauchen wir sowieso nicht mehr, weil da sind wir ja schließlich hergekommen. Ich höre auf jeden Fall einen ziemlich nah dran. Es kann sein, dass es der hier auf der linken Seite ist. Im Außenbereich. Gut. Ja, hier sind wir, glaube ich, sogar reingekommen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Gut, die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, ist. Es müssten ja hier rein theoretisch Fenster sein. Ja, genau. Weil es hätte auch sein können, dass das Ding einfach komplett offen ist. Aber wahrscheinlich, wer hier in aller Ruhe essen will, der möchte wahrscheinlich nicht von den Schweißarbeiten oder anderen Geräuschen, die draußen in der Werft passieren, belästigt werden. Aber die Frage ist, wie kommen wir da hin? Also,
Ach so, wartet mal, bevor ich das vergesse. Das hätte ich jetzt nämlich beinahe verdrängt, diese Erinnerung. Ach so. Okay, ich hätte jetzt gedacht, wir wären ganz oben. ja, gut. Das war eine knappe Kiste. Aber vielleicht können wir den ja sogar noch wegsnacken. Mit dem hatte ich ja jetzt eben gerade gar nicht gerechnet. Ich habe mich um ein Stockwerk vertan. Das war auch schon kritisch. Und vielleicht reicht das sogar vor. Nee, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Kacke! Ja, okay, doch, für den hat es noch gereicht. Ach, verdammt! Ja, okay. Ja, das ist ein verkacktes Timing. Gehen wir mal eine Minute weiter zurück. Hier sind also doch noch mehr Leute, als ich dachte. Der war jetzt eigentlich weit genug weg. Ja, wollte ich wohl meinen. Ein bisschen unangenehm quasi so zu liegen, aber ja. Danach geht's halt lieber nicht, ne? Also ich hätte jetzt so schnell auch keinen Schlafsack oder so etwas dergleichen organisieren können. Manchmal ist das Leben hart. Aus der Heimat. Der zweite von insgesamt fünf. Unser Blut. 3. Januar 44. Lieber Tobias, ich mache mir Sorgen wegen der Amerikaner und der Engländer. Die wollen unser Blut sehen. Gib auf dich Acht, mein Liebster. Erika. Das Lied, welches ich dazu gerade in Erinnerung habe, stimmt mich jetzt mal bewusst nicht an. Ich komme jetzt gerade hier ein bisschen durcheinander. Also das heißt also, dass die Räumlichkeiten mit den Esstischen ein Stockwerk weiter unten gewesen ist. Also sind das insgesamt das Dach, die Kommandozentrale wahrscheinlich, dieser Zwischenraum hier mit den Büros, diese Esshalle. Und dann wahrscheinlich noch der Keller. Das ist doch größer, als ich das noch irgendwie in Erinnerung hatte. Das war mir so gar nicht mehr bewusst. Ah. Italien, was haben wir denn da Schönes? Sizilien. Ja, ab 43. Zumindest das, was er sich darunter vorgestellt hat. Oh, shit, Alter. Kollege, klopf beim nächsten Mal mal an. Ich wollte zwar hier keinen Exklusivkurs in Erdkunde unterrichten, aber Junge,
Sag doch mal Bescheid, bevor du dich einschreiben willst. Und platzier nicht einfach so unangemeldet rein. Das macht man nicht. Aber das sind genau solche Situationen, die ich absolut nicht abkann. Und ich weiß, ich habe es schon des Öfteren erwähnt, aber ey, es ist halt einfach richtig unprofessionell, wenn die Leute einfach nicht quatschen. Sie können es zwar, aber nicht innerhalb dieses Levels. Und der eine Typ, der hier die Durchsagen macht, der ist wahrscheinlich auch entweder verhindert. Oh, da ist gerade jemand aufmerksam geworden. Hinten ist noch wer lang gegangen. Okay, hier geht's also wieder zurück aufs Dach. Ja. Eigentlich wollte ich ganz woanders hin, aber die Umstände haben das gerade so ergeben, dass wir hier noch ein bisschen verweilen müssen. So, hier ist aber die Kommandozentrale. Und hier ist auch ein Dokument. Ein verschiedenes Dokument. Brief vom Führer. Oh, höchstpersönlich. 23. Dezember 43. Mein lieber Hermann. Ich habe Ihren Bericht mit großem Interesse gelesen und stimme Ihrer Auffassung zu, dass der Basis auf Sendarie eine entscheidende Rolle dabei zukommen wird, die Versorgungslinien der Alliierten im Mittelmeerraum zu durchbrechen. Aus diesem Grunde freue ich mich schon sehr darauf, Sendarie zu besuchen, um Ihre Fortschritte selbst in Augenschein zu nehmen. Bitte wenden Sie sich an meine Sekretärin Greda, um sämtliche notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Natürlich muss meine persönliche Sicherheit während meines gesamten Aufenthalts gewährleistet sein. Aha. Ja, weil der hat hier nämlich so einen kleinen Bodyguard-Kreis um sich herum. Was auch irgendwie selbst erklärend ist. Ja, das war mir nämlich irgendwie gerade schon... Das kenne ich nämlich noch aus, oder wir besser gesagt, kennen das ja noch aus der 6. Mission Küstenstandort Magazzeno. Da war es nämlich auch so ähnlich, dass diese Gerätschaften für diese Dechiffrieranlage oder aber der Sicherungskasten für die große Würzburg-Radarschüssel so leuchtend rot in der Gegend herumstanden. Jetzt ist er doch wieder dabei. Hm. So, meine Lieben. Genau, eigentlich in diesen Raum will man rein. Da drinnen keucht und stöhnt jemand vor sich hin. Gut, aber erstmal werden wir mal schauen, was sich dann hier tun wird, sofern wir diese Anlage ein bisschen von innen heraus sabotieren. Das. Ach so. Ich dachte, das geht nur von außen. Okay. Auch wieder ein bisschen schlauer geworden. Das ist nämlich dieses Art Belüftungssystem gewesen, welches sich hier im Außenbereich an dem Ringstand wiederfindet. Den ich eigentlich ja schon längst sprengen wollte. Ich muss einfach das Level-Design von Sniper Elite 4 muss ich einfach loben, weil wie vieles zusammen connected ist in der gesamten Karte, das finde ich, ist einfach genial gemacht. Und vor allem noch besser ist es einfach für die gesamte Atmosphäre, dass man selber entscheiden kann, wie man die Mission angeht. Es sind halt nicht solche schlauchartigen Level, wie das noch in den Vorgängerteilen der Fall gewesen ist. Sondern man hat hier einfach wirklich die Freiheit zu entscheiden, welches Ziel will man als erstes angehen, welches als letztes. Braucht man überhaupt alle Ziele? Das finde ich ist halt so genial gemacht an diesem Design. So, und nun lassen wir uns mal hinunter. Oh.
Kommando der Alliierten. Sie haben es also tatsächlich nur geschafft. Nur die Ruhe, mein Freund. Schätze, Sie sind der Informant. Bin so schwach. Hab nicht viel Zeit. In meiner Tasche. Ja, das war jener, der uns überhaupt erstmal über diesen Stützpunkt aussagen konnte oder uns eingeladen hat, hier mal hineinzuschauen. Ja, so wird mit, in Anführungszeichen, Vaterlandsverrätern umgegangen. Spielt eigentlich keine Rolle, auf welcher Seite man sich befindet. Die Leute enden meistens auf die gleiche Art und Weise. Gefunden. Ruhe in Frieden, mein Freund. So, wir haben den Schlüssel zur Waffenkammer. In der Waffenkammer befindet sich die Waffe, die eigentlich als Geschenk für Adolf gedacht war. Diese Sonderanfertigung oder dieses Sondermodell der Colt 1911. Ja, das ist eigentlich schon im Großen und Ganzen eigentlich alles, was man dazu wissen muss. Zu der Waffenkammer selber kommen wir natürlich später auch noch, keine Frage. Also die ist auch gar nicht mal so weit weg von unserem jetzigen Standpunkt. Aber ihr wisst es ja, immer eins nach dem anderen. Er hätte sich auch mal die Mühe machen können, hier seine Kameraden wegzuziehen, oder? Also wenigstens das hätte ich ihm ja zugetraut. Tja, jetzt muss er sein Schicksal teilen. So, Momentchen mal. Gut, ich habe noch einen anderen Vorschlag. Bevor wir nach unten gehen, gehen wir erstmal wieder in Richtung Ausgang. Ja, ich weiß, schon wieder. Aber wir sind halt auf der Seite hier auch noch nicht ganz fertig. Ne? Also der Eingangsbereich ist immer noch nicht abgedeckt. Aber das Feld lichtet sich, also es ist nicht mehr so viel zu tun hier vorne. Richtig gesehen. Dieser Bereich hier ist nicht gerade klein. Verfügt natürlich auch über mehrere Ebenen. Weil das hier quasi so die Zentrale ist für das Schleusentor oder für die Tore allgemein der Basis. Ach, da hinten steht er gerade. Ist wieder Schnelligkeit gefragt. Ja! Ich hoffe mal, darauf wird jetzt keiner aufmerksam. Man kann das echt durch die Lampen verdammt nochmal bescheiden sehen. So. Nee, jetzt nicht. Diverse Dokumente. Tagebuch. 13. Januar 1944. Ich wusste, dass Nielsen der Informant war. Warum habe ich nicht früher gehandelt? War ich von meiner Loyalität zu diesem Mann geblendet? Egal. Während ich dies schreibe, wird Nielsen verhört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Führer meinen Fehler erkennt. Hönigmann, diese Ratte, wird mein Zögern als Untreue auslegen. Dessen bin ich mir sicher. Mir bleibt keine Wahl.
Ich muss mir selber... Okay. Mir bleibt keine Wahl. Ich muss mir selbst das Leben nehmen, bevor es mir genommen wird. Mein Gott, es klopft an der Tür. Es ist zu spät. Sie sind... Das ist auch schon... Starker Tobak, also das ist schon ordentlich, ein ordentliches Brett. Die Frage ist, es stand da leider nicht, von wem das verfasst wurde. Aber das ist... Das ist schon eine Hausnummer. Den Bereich kennen wir ja. Mittlerweile schon fast zu Genüge, nicht wahr? Hans. So, wo ist dein Kollege? Ach, da oben. Hans und Behrendt. Ihr seid mir ein Dorn im Auge. Ich hoffe, das wisst ihr. Ach, schaut mal, von hier hätte man auch was machen können. Hier hätte man auch hochklettern können zum Sniper. Gut, aber die Position, die bringt uns jetzt ja nichts mehr. Aber ich wollte es euch selber mal gezeigt haben, ne? Gut. Dann gehen wir doch jetzt mal so selbstbewusst, wie wir sind. Ein Stockwerk weiter nach oben. Sieht alles verlassen aus. Es ist grundsätzlich verhältnismäßig wenig. Okay. Es ist grundsätzlich verhältnismäßig wenig Personal abgestellt für solche großen Räumlichkeiten. Das ist das Einzige, was ich an der Mission so ein bisschen bedauern muss, tatsächlich. Es ist, ja, weiß ich auch nicht. Gerade wenn schon der Oberguru des Landes höchstpersönlich dieser Basis einen Besuch abstattet. Na, wir brauchen die Tresorkombi. Dann sind mir das eindeutig zu wenig People. Gut. Ja, hier oben ist halt einfach gar keiner. Da hätte ich tatsächlich mit mehr Widerstand gerechnet. Gut. Jetzt aber, ohne noch mehr Zeit zu verlieren, gehen wir wieder dorthin, wo ich eigentlich hin wollte. So. Was sagt denn eigentlich der Timer? Ah, noch gute 5 Minuten. Das sieht entspannt aus. So, hier haben wir nämlich die Waffenkammer der U-Boot-Basis von Sendari. Haufenweise tolle Sachen da drin, aber auch gut gesichert. Ja, das können wir nur öffnen, wenn wir den Schlüssel dafür haben. Glaube ich jetzt zumindest, also. Wenn ich Schwachsinn erzählen sollte, dann bitte berichtigt mich. Ich meine, ab hier kann man eigentlich sagen, wer Bock drauf hat, Rambo zu spielen, dann gib ihm. Also dann kann man sich hier ausleben wie sonst was. So, hier auf dem roten Kissen. Ich gehe da gleich nochmal ein bisschen genauer ran. Ey, so viel geilen Shit. Ewiger Kampf heißt das gute Stück. Wartet mal. So. Es ist halt eine gravierte 1911er. Die könnt ihr als Skin halt freischalten, erst nachdem ihr diese kleine Zwischenquest mit dem Informanten abgeschlossen habt. Also ich brauche sie jetzt, oder ich werde sie jetzt nicht mitnehmen.
weil ja, sie gehört nicht zum Inventar dieser Mission. Aber für die Leute, die Interesse dabei haben, hier unten werdet ihr sie finden können. Weil dann haben wir jetzt tatsächlich alles sozusagen im Eingangsbereich abgefrühstückt, was man haben oder sehen kann. Oder mitnehmen kann. Und wir können uns jetzt, ja, quasi bald auf den Weg machen in den ersten Werkstattbereich. Wie es ja so oft gesagt wird durch die Durchsagen. Schade, dahinter gingen noch ein paar Füße. Die hätte ich auch noch ganz gerne markiert. Kaspar Spindler zeichnet Bilder futuristischer Raketenschiffe. Ja, ist auch was Nettes, würde ich mal sagen. Ulrich Krause, Spitzname Glückspilz. Weil er zahlreiche brenzlige Situationen überstanden hat. Ja, dann hat er sich leider das falsche Leveldesign ausgesucht und den falschen Spieler. Alfred Plessner wurde auf Sizilien von einem Granatsplitter verwundet. Ja, okay. Die Frage ist, wer von diesen dreien wird der erste Freiwillige sein, der unserer Klinge... Achtung! Der Führer ist auf dem Weg zum Werkstattbereich! ...sein Blut spenden wird. Also bis jetzt hat Kaspar die Nase vorn. Beide jetzt auch noch parallel zueinander laufen. Aber wir haben ja aufgrund des Level-Designs hier auch schon wieder eine Möglichkeit, erstmal diesem Szenario aus dem Weg zu gehen. Oder wir warten ab, bis beide nochmal sich auf den Weg machen und dann schauen wir... Weil ich glaube, dann tatsächlich wird Kaspar der Zweite sein. Und der Glückspilz! Ironischerweise. Wird dann der Erste sein. Oder halt auch noch nicht. Sagt der Timer, es ist wieder so weit. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Bevor ich jetzt den Part beende, möchte ich mir wenigstens mal einen Überblick verschaffen über das, was beim nächsten Mal so uns erwarten wird. Okay. Kaspar steht jetzt wieder da hinten. Gut, dann bleiben wir hier erstmal sitzen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Sniper Elite 4.